Ja, ich hab's endlich gefunden. Und damit willkommen zurück bei 5 Freunde auf Entführerjagd. Hier liegt ein verfickter Bündel Reisig. Na toll. Sieht man ja auch super gut. Sieht aus wie Dreck. Aber okay. Hauptsache, wir haben's. Genau richtig für ein kleines Du Feuerchen. sagst es so jetzt, ey. Dann schmeiß das mal hier drauf aufs Feuerchen. Richtig. Und jetzt noch die oberste Schicht. Es sieht so aus, als hätte er jedes kleine verfickte Ästchen in den Boden gesteckt. Gott, ey. Okay, jetzt hier noch das Holz. Du sollst das Holz da drauflegen, Junge. Na, geht doch. Prima, jetzt können wir das Feuer anmachen. Juhu! Zündeln! Feuerzeug! Nein, haben wir ja nicht. Streichhölzer, los! Was für ein Feuer! Da sind wir wieder. Habt ihr die Bescheinigung? Habt ihr was zu essen? Wir haben beides. Gott sei Dank. Dann war die ganze Arbeit hier wenigstens nicht umsonst. Krieg ich ein Sandwich? Gib mir ein Sandwich! Bedien dich. Endlich was zu futtern! Fast so lecker wie die von Tante Fanny. So ein Mist. Wir brauchen Wasser, schnell. Sonst brennt uns hier alles ab. Lauft ihr beide. Wir schnappen uns ein paar Zweige und versuchen, den Schwelbrand klein zu halten. Renn, Julian! Renn, Dick! Auf in den Ladebildschirm! Wir haben ja Zeit! So, hier haben wir Wasser. Ich habe nämlich auch schon eine Idee. Die hatte ich nämlich vorhin schon. Ich wusste aber nicht, dass da jetzt was zu brennen anfängt. Das wusste ich doch nicht mehr. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir Wasser herkriegen. Natürlich wieder zuerst in die Mitte des Bildes laufen. Ich will aber hier hin. Und jetzt natürlich nicht mehr rennen. Denn wir haben es ja nicht mehr eilig. Da brennt ja nur bald der ganze Wald ab, aber das ist ja nicht unser Problem. Was geht mich denn das an? So, hier haben wir den Leuchtturm. Jetzt will ich, glaube ich, hier hin, oder? Ja, Felsenhaus. Ach, beeilt euch doch mal, Jungs. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich kann nicht rennen. So, denn es hieß doch mal, dieser Eimer hat ein Loch und das können wir doch bestimmt mit diesem Korken stopfen. Das macht keinen Sinn. Dann nimm ihn einfach so mit. Ah, das geht. Der hat zwar ein Loch, aber vielleicht kriege ich das ja Ja, geschafft. ich wollte es ja stopfen, du Idiot. Oh, ein paar Sandwiches. Butter? Okay. Das ist wohl die Bescheinigung hier. Wo ist denn jetzt hier der Eimer hier? Passt haargenau. Das Loch ist dicht. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Da wissen wir natürlich auch schon, wo wir hin müssen. Das haben wir ja schon getestet. Wenn die nicht so abartig langsam wären. Gott, das gibt's ja nicht. Wahrscheinlich ist der ganze Wald schon abgebrannt, wenn wir zurückkommen. Das würde mich nicht wundern. So, jetzt hier hin. Ja, lasst euch ruhig Zeit. Kein Problem. Jetzt nimm mal den Eimer und füll ihn hier auf. Du schaffst es, komm schon. Fertig. Und jetzt schnell zurück. Wo hat der Typ eigentlich die ganzen Sachen? Das zeigt einen Rucksack an, aber das tragen wir nicht. Also wir haben gar keinen Rucksack dabei. Ja, wahrscheinlich hat er alles in der Hosentasche. Ist kein Problem. So ein Eimer mit Wasser. Steckst du einfach mal in die Tasche. Kennt man ja. Mache ich auch tagtäglich so. Alles, was ich finde, stecke ich in die Tasche. Seien es alte Leute oder ein paar Sandwiches. Egal, ich nehme einfach alles mit. Ja, der Haufen ist natürlich noch nicht abgebrannt. Das dauert schon so 2, 3 Stunden. Und? Wir haben soweit alles im Griff.
aber schüttet das Wasser trotzdem mal hier über den Holzstapel. Nur um sicher natürlich, zu natürlich. So, hier haben wir schon... Komm. Woher weißt du, dass wir hier Wasser dabei haben? Wir hätten ja auch was anderes dabei haben können. Schließlich hatte ich das in der Hosentasche versteckt. Ha! Wahrer Zauberkünstler hier. So, das dürfte reichen. Mann, das war echt knapp. Ach, der fiese Typ kommt wieder. Wie ich sehe, seid ihr immer noch da. Habt ihr die Bescheinigung? Haben wir. Dürfte ich sie bitte mal sehen? Na klar doch. Hier hast du deine blöde Bescheinigung, du alter Grießkram. Danke. Also gut. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber warum ist es so wichtig, dass wir eine Erlaubnis haben, hier zu zelten? Darüber will ich nicht reden, aber glaubt mir, ich habe meine Gründe. Och, nun seien Sie doch nicht so stur. Sie können uns vertrauen. Wir behalten es auch ganz sicher für uns. Sie wollen sich nur wichtig machen. Sie wollen sich nur wichtig machen. Du bist beinahe so frech wie Eddie. Eddie? Das ist doch der Junge, der im Moment auf dem Bauernhof wohnt, oder? Stimmt. Also gut, ich erzähl's euch. Ich bin der Leibwächter von Eddie. Er ist der Sohn eines reichen Geschäftsmannes aus London und es gab schon viele Entführungsdrohungen. Deswegen soll ich Eddie beschützen. Und da verdächtigen Sie gleich jeden, der hier harmlos zelten will? Naja, tut mir leid, wenn ich vorhin ein wenig ruppig war. Aber das bringt mein Beruf so mit sich. Eigentlich wäre ich ja auch gar nicht wieder hergekommen, aber Eddie ist mal wieder verschwunden. Kurz nachdem ihr weg wart, war er wie vom Erdboden verschluckt. Ach, na toll. Aber das ist ja schrecklich. Und er wollte so gerne mit uns kommen. Sie machen sich bestimmt große Sorgen, oder? Naja, es geht so. Eddie ist sehr unternehmungslustig. Wäre nicht das erste Mal, dass er verschwindet und dann einfach wieder auftaucht. Scheint ihm Spaß zu machen, mich auf Trab zu halten. Sollen wir vielleicht nach ihm suchen? Das könnt ihr tun, aber bitte so unauffällig wie möglich. Und bitte erzählt niemandem etwas von Eddie, denn eigentlich weiß niemand, dass er hier ist. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Okay, kein Problem. Kein Problem. Wir lassen meinen Hund nach ihm suchen. Dazu brauchen wir nur ein Kleidungsstück von Eddie. Das könnte euch Mrs. Miller geben. Also dann, bis später. Hahaha. Tja. Wo ging's denn hier nochmal zur Weide? Hier. Damals habe ich sehr, sehr lange gebraucht, das weiß ich noch. Und darum kenne ich auch des Rätsels Lösung noch, zum Glück. Also wird das hier eine Kurzangelegenheit. Daran erinnere ich mich wirklich noch. Cool, obwohl es schon so lange her ist, aber okay. So, zuerst mal zu Mrs. Miller. Nanu, seid ihr etwa nicht satt geworden? Doch, doch. Wir wollten fragen, ob wir einen Pulli von Eddie haben dürfen. Wozu braucht ihr den denn? Ja, Anne ist gerade eben etwas nass geworden und wir dachten, die beiden hätten vielleicht die gleiche Größe. Naja, also eigentlich haben wir ein Kissen für heute Nacht vergessen. Okay, der eigentliche Grund ist, dass Anne Angst hat, dass ihr heute Nacht kalt wird. Ja, natürlich. Okay. Der eigentliche Grund ist, dass Anne Angst hat, dass sie heute Nacht kalt wird. Ach so. Na dann wartet kurz und ich bringe euch einen Pulli. George, das war glatt gelogen. Ich weiß. Aber wäre dir was Besseres eingefallen? Aber warum denn sowas Blödes? Als würde ich mich anstellen wie ein kleines Kind. Ist doch nicht so wild, Anne. George wollte doch nur nicht sagen, dass...
so, Kleine. Hier hast du einen schönen, warmen Pullover. Darin wird dir bestimmt nicht kalt werden. Dankeschön. Gern geschehen. Und viel Spaß noch beim Zelten. Natürlich, wir brauchen einen Pullover, weil sie ja kalt bekommen könnte. Aber Hotpants kann man ja trotzdem tragen, ist ja kein Problem. Ein schöner Pulli. So, dann schnüffel mal, Timmy. Atme es tief ein. Inhalier es, los. Hier, Timmy. Such, Timmy, such. Okay, gehen wir da lang. Hey, Timmy, nicht so schnell. Wo will er denn hin? Wahrscheinlich hat er eine Fährte aufgenommen. Von einem Kaninchen oder einer Katze vielleicht. Blödsinn. Vielleicht hat er ja Eddie gefunden. Auf einem Baum? Es hilft nichts, wir müssen hinterher. Und wie, wenn ich fragen darf? Der Graben ist ja wohl etwas zu breit, um drüber zu springen. Da müssen wir uns wohl was einfallen lassen. Es ist eigentlich auch voll unlogisch. Hier hinten haben wir eine Weide mit Tränke. Aber da rumherum ist ein Graben oder was los? Und die kommen hier nirgends rüber. Leuchtet natürlich ein, leuchtet ein. So, dann müssen wir zurück zum Felsenhaus zuerst. Wir sollten nicht alle zusammengehen. Irgendwer muss hier bleiben, um Timmy im Auge zu behalten. Okay, dann bleiben Anne und ich hier. Gut, bis gleich. Treibt es nicht zu wild, ihr beiden. Und tschüss. Ja, natürlich lauf wieder hier in die Mitte. So, jetzt zum Felsenhaus, aber zuerst zum Leuchtturm natürlich. Bewegung, Bewegung. So, jetzt hier Felsenhaus. War das hier, oder? Nee, Mist, das war der Bauernhof. Nein! Und wieder zurück. Jetzt renn doch mal! Okay, dann ist das Felsenhaus hier. Perfekt! Gab's noch was im Schuppen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr ganz, wie man das Rätsel löst. Ich glaube, uns fehlt noch etwas. Also, etwas weiß ich noch, wo ich's herbekomme. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Nope. Gut, dann hinter das Haus. So, als erstes brauchen wir nämlich das hier. Die Dachlatten. Die nehmen wir sicherheitshalber auch mal mit. So. Dann brauchen wir irgendwo noch ein paar Bretter, aber... Ach, hier. Die haben wir ja gleich gefunden. Bohlen, ja, genau die meine ich. Die brauchen wir auch. Die sind ja klein. Die kann man auch in die Tasche stecken. Genau die brauchen. Ah, kein Problem. Dann wieder schnell zurück zur Weide, denn wir haben, glaube ich, schon alles beisammen. Wenn ich mich noch richtig erinnere... In 3 Jahren werden wir bestimmt da sein, kein Problem. So, jetzt hier. Und dann hier auf die Weide zurück. Dann kurz speichern. Tja, und was das Rätsels Lösung ist, erfahren wir dann in der nächsten Folge von 5 Freunde
auf Entführerjagd. Bis dann!